Exakt hier soll es sein, das versunkene Polizeiauto von Bad Säckingen. Seit dem frühen Morgen bereitet die Polizei die Bergung vor, unter den Augen von Markus Tschannen. Der Schweizer Hobbytaucher hatte den Rhein nach dem Autowrack abgesucht. Vergangene Woche, dann der Fund. In 9 Metern Tiefe, direkt vor der eigenen Haustür. Dass es dann direkt vor Ihrer Haustür war, das ist ja schon fast schicksalhaft, oder? Das habe ich nicht erwartet, ja, weil hier ist wirklich ganz gerade. Ich habe es mir erwartet, wo es um S-Kurve da vorne oder was hügeliger wird. Aber gerade hier hatte ich es echt nicht erwartet. Ja. Die Strömung hatte den Polizeiwagen bis ins schweizerische Mumpf mitgerissen. Bereits im Juli 2013 war das Polizeiauto in Bad Säckingen in den Rhein gerollt. Ein Polizist hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen. Die Suchaktion verlief erfolglos. Zwischenzeitlich scheint es, auch die Bergung könnte floppen. Der Dauerregen macht den Tauchern zu schaffen. Der Einsatz wird auch für die etwa 100 Zuschauer zur Geduldsprobe. Dann aber schlägt die Stunde der Schweizer Armee, die schweres Gerät auffährt. Eine Schwimmbrücke und einen 21 Tonnen schweren Bagger. Nach 6,5 Stunden hängt er endlich am Haken. Als das Wrack an der Luft ist, weht eine Duftnote Benzin ans Ufer. Das Auto war mit halbvollem Tank untergegangen. Eine Gefahr für die Umwelt habe aber nicht bestanden, sagt die Polizei. Hobbytaucher Markus Tschannen ist dabei, als sein Fund gehoben wird. Sie haben bisher keinen Finderlohn bekommen. Rechnen Sie noch mit einem? Doch, eine Flasche Wein habe ich bekommen. Eine Flasche Wein, ist da noch Luft nach oben für einen Finderlohn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Finderlohn ist gesetzlich geregelt. Das ist aber Sache unserer Verwaltung und unserer Rechtsabteilung, die das machen müssen. Wenn ihm der Finderlohn zusteht, dann kriegt er den auch.